heute. Also im Moment sind ja alle mit Halloween beschäftigt, aber nach Halloween kommen ja immer die Laternenumzüge. Und für die Kinder ist es ja da besonders toll, wenn sie ihre Laterne selber gebastelt haben. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Laterne, die ihr bestimmt nicht irgendwo im Buch finden könnt, in einem Bastelbuch oder so, weil die habe ich nämlich selber ausgedacht und die ist auch schon mehrfach erprobt. Und die wollte ich euch jetzt zeigen, wie ihr die mit euren Kindern basteln könnt. So, fangen wir an mit dem Hauptteil. Erstmal wird die Schablone aufgemalt. Jetzt brauchen wir zweimal Füße und zweimal Hände. Ich male das jetzt alles nur einmal auf, weil auch das habe ich schon vorbereitet. Jetzt mache ich die Augen. Dann nehme ich das weiße Papier. So, sind die Augen fertig. Dann mache ich weiter mit dem Mittelstück, damit die Laterne auch schön leuchtet. So, dann male ich jetzt einmal mit dem Edding grobe Linien auf. So, der Frosch, der braucht jetzt noch Bäckchen und sein Froschmaul. Und dafür irgendwie mit jetzt ein ganz lufttransparentes Papier. Das schneide ich jetzt ein Stück Maul aus. Und das passt. Und die Bäckchen. Die mache ich aus zwei Kreise. Das Ganze klebe ich fest. Die Nasenlöcher. Sehr gemacht. Hat der Frosch das Gesicht und dann, oh, jetzt kommt der schwierige Teil, das Mittelstück. Gar nicht so einfach davon. So, ich hatte euch ja schon gezeigt, mit dem langen Stück Tonkarton. Ich habe das jetzt schon mal ein bisschen vorbereitet. Dafür brauchen wir nämlich an den Seiten ganz viele Zacken, wo hinter der Kleber drauf kommt. Und am besten macht ihr das mit einem Geodreieck ungefähr einen halben Zentimeter. Da wird erstmal eine Linie gefalzt, damit hinterher die Faltlinie schöner ist, nicht so krumm und schief. Dann werden die Zacken geschnitten. Für Kinder ist es natürlich einfacher, wenn ihr die Zacken vormalt. Am besten mit einem weißen Stift. Gerade auf dem dunklen Tonkarton. Ich schneide das jetzt einfach mal so. Jetzt kann ich das ganz einfach umknicken durch die Falzen hier. So, und da seht ihr, ist eine richtig schöne, saubere Linie geworden. So, der Frosch. Das ist jetzt immer ein bisschen friedlich mit dem Zusammenkleben und ich habe für mich den Trick, dass ich Kleber gleich hier drauf mache und dann den Anfang mit Tesafilm fixiere. Dieses Mittelstück von den Augen, das muss offen bleiben. Die Laterne soll ja auch leuchten. Dann setze ich den Streifen hier drauf und klebe hier oben Tesafilm fest. Dann kann ich die biegen und hier unten an den Knick gehe ich hier auch noch fest. So, um den Knick sauber hinzubekommen, falze ich nochmal.
Jetzt kommen die Füße und die Hände. Da habe ich schon mal einen Arm mit Hand vorbereitet und einen Fuß. Und, aha, da sind die ausgeschnittenen. Und den Pfeifenputzer. So, zwei etwas längere und für den Arm dann etwas kürzere Pfeifenputzer. Jetzt fange ich mal mit der Hand an. Dann mache ich zwei Löcher rein. Ziehe den Pfeifenputzer durch. Quadraten. Und das gleiche nochmal mit dem Fuß machen. So, jetzt gucke ich nochmal, ob die Beine ungefähr gleich lang sind. Und die Arme auch. Jetzt wird in das Mittelstück Löcher reingemacht. Vielleicht sieht man das einmal für die Beine zwei. Die mache ich jetzt wieder ein bisschen größer. Und das andere, oh, das ist der Arm. Das andere Bein. Jetzt kommen die Arme. Und das wird genauso gemacht. So sieht das schon mal aus. Und jetzt kommt das zweite Teil, was ich vorher schon vorgebastelt hatte, auch draufgeklebt. Und dann mache ich den Kleber auf den Frosch. Und setze das Stück da drauf. Und das ist jetzt wirklich friedlich. Bis das richtig durchgetrocknet ist, wird es noch ein bisschen dauern. Aber in der Zeit können wir mit dem Gesicht weitermachen. Da fehlen nämlich jetzt noch die Augenbrauen. Dafür habe ich zwei kleine Stücke Pfeifenputzer noch. Die klebe ich oben über die Augen. Und damit die Froschlaterne noch schöner aussieht, habe ich hier noch die Sterne und ein kleines Herbstblatt. Das könnt ihr dann auch einfach irgendwo hinkleben, wo es euch gefällt. Viel Spaß beim Nachbasteln und viel Spaß beim Süßigkeiten sammeln. Bis dann! Ooh.